Hey und ganz herzlich willkommen. Ich bin Akisha und ich freue mich, dass du auch zu diesem neuen Sims-Video wieder eingeschaltet hast. Heute werden wir weiter an der 100-Baby-Challenge basteln, sozusagen. Sarah ist ja schwanger, sie ist fast im zweiten Trimester. Das heißt, es wird noch ein wenig dauern, bis die Zwillinge, es werden zwei Jungs, ja, auf die Welt kommen werden. Aber dafür werden die Drillinge höchstwahrscheinlich heute, beziehungsweise dadurch, dass Damon halt krank ist, werden sie wahrscheinlich erst morgen Einserschüler. Und das heißt, sie dürfen dann ausziehen. Und dafür habe ich mir dann diesmal auch was Besonderes einfallen lassen. Aber ich glaube, das wird erst im nächsten Part was. Deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal in diesen Part und sehen uns dann gleich im Gameplay wieder. So, da sind wir im Gameplay und Amy hat sich auch mittlerweile hier mit platziert. Muss ich natürlich wieder zugucken. Ich darf sie natürlich auch machen. Aber die kleine Motte versucht mich die ganze Zeit, schon seit 5 Minuten oder so. Wie ihr seht, das Mikrofon zu erschmusen und ich muss sie jedes Mal wieder zurücksetzen. Sekunde! Ich weiß echt nicht, was sie an diesem Mikrofonarm so toll findet, aber sie liebt ihn einfach. Sie muss ihn immer erschmusen. Aber genug dazu. Wir werden jetzt erstmal uns hier drum kümmern. Und ja, Sarah darf erstmal spülen. Und dann darf sie sehr gern die Wäsche machen und die Wäsche in die Waschmaschine stecken. Ich glaube, die andere Wäsche ist noch gar nicht wirklich trocken. Und Amy, kannst du bitte weiterlaufen? Oh, wir bekommen einen Anruf. Von wem bekommen wir denn einen Anruf? Von April. Ich habe einen Tag der psychischen Gesundheit. Brauchst du einen? Du kannst mitkommen. Ich habe extra Gesichtsmasken. Das hatten wir schon mit April gemacht und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Idee. Aber heute erstmal nicht, würde ich sagen. Damon ist hier auf jeden Fall ganz fleißig dabei. Und macht sein Schulprojekt weiter. So, das lassen wir ihn auch erstmal machen. Ich muss, glaube ich, mit Sarah, genau, Sarah muss. Oh, Silas ist da. Was möchte sie machen? Möchte sie nur die Windel wechseln? Du kannst danach auch nochmal super effiziente Babypflege machen. Und dann würde ich ganz gern wollen, dass du, liebe Sarah, uns hier hinten das Ganze nämlich einpflanzt. Das hatten wir nämlich beim letzten Mal nicht gemacht. Dann darfst du nämlich auch einmal alles gießen, was irgendwie ein bisschen Wasser braucht, damit das dann erledigt ist. Wie sieht es jetzt mit unserer Wäsche aus? Irgendwie sieht sie jetzt mittlerweile trocken aus, oder? Genau. Trockenheit, ist trocken. Das heißt, ausräumen und Wäsche absetzen, ausräumen und Wäsche wegpacken. Und dann können wir danach nämlich einmal nach oben switchen und dann darf sie nämlich hier einmal die Taschen durchsuchen und danach darf sie die Wäsche machen und sie in die Waschmaschine stecken und dann darf sie hier auch nochmal aufwischen. Also ein bisschen Haushalt ist heute. Uiuiui, das ersetzen wir mal eben. Die 150 Simoleons, die haben wir drüber. Das sollte nicht das Problem werden. Und Manuel, ist das Manuel? Ich glaube, das war Manuel, der uns zu einer Verabredung einladen. Nein, danke. Und Steffen bekommt auch gerade einen Anruf. Wer ruft dich denn an? Hey, mein Sohn, möchtest du deinen Papa für eine Weile besuchen kommen. Er ist gerade in der Schule, mein Freund. Und da wird er auch bleiben. So, Damon kriegt auch einen Anruf. Hey, mein Sohn, ich wollte nur sagen, dass ich sehr dankbar bin, dich zu haben. Wenn du nicht beschäftigt bist, kannst du mich besuchen kommen. Oh, das ist eigentlich eine sehr schöne Nachricht, aber er sollte im besten Fall seine Schularbeiten hier fertig bekommen, damit sie dann halt auch wirklich demnächst altern können, weil Summer ist soweit fertig. Ich weiß nicht, ob sie halt Einserschülerin nachher wird, weil ihr halt noch die Fähigkeit Level 3 fehlt. Hey, meine Tochter, kommst du heute vorbei? Du fehlst mir. Mein Gott, er scheint echt ziemlich einsam zu sein. Oh, Leute. Ich möchte irgendwie schon, aber irgendwie halt auch nicht. Nein, aber vielleicht laden wir ihn später einfach mal zu uns ein und gucken, dass wir ihn dann bei uns irgendwie beschäftigen und bespaßen. Hey, Schönheit, wollen wir uns heute verabreden? Ich kann warten, bis du fertig bist. Nein, danke, ich bin beschäftigt. Mit dir wollen wir nicht mehr. Ich war auch schon am Überlegen, dass wir so langsam aber sicher schauen, wen wir danach anbändeln könnten, denn ich würde schon ganz gern danach, wenn die Zwillinge dann da sind, den nächsten Braten in die Röhre schieben. Ich möchte, dass das Haus voll wird, weil wenn die Drillinge raus sind, es ist so unfassbar leer. Summer muss heute zwei verschiedene Tests schreiben und einer der beiden wird sehr schwer werden. Es bleibt nicht viel Zeit zum Lernen. Soll sie nur für den schweren Test lernen oder die Lernzeit auf beide Tests aufteilen? Ich würde sagen, nur für den schwierigen und die Verbesserung ist klein. Eventuell könnten wir gucken, dass wir uns mit dem Manuel Niesen anfreunden. Der nette Herr möchte ja irgendwie auch nicht so wirklich mit uns. Hendrik kann uns absolut nicht leiden. Ich weiß nicht, warum. Hätten wir noch Markus da? Markus ist aber auch verheiratet. Die sind alle verheiratet. Aber irgendwie, also ich warte, wie gesagt, drauf, dass Wolfgang zum jungen Erwachsenen wird. Wusstest du, dass dich jemand kontrolliert? Nö, nicht so wirklich. Aber diese Murmel, Leute. Ich glaube, sie müsste jetzt im zweiten Trimester sein, ne? Nein, du bringst jetzt bitte keine mit nach Hause. Summer ist für heute fertig mit der Schule. Eine 2 ist eine gute Note. Okay, das heißt, sie müsste da auf jeden Fall doch nochmal an ihren Fähigkeiten arbeiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, an welche Fähigkeit wir sie arbeiten lassen. Wir gucken
gucken mal eben nach, was sie denn schon auf der 2 hat, die Fitnessfähigkeit. Das heißt, wir werden sie dann aufs Laufband schmeißen, denke ich mal. Wir werden sie jetzt erstmal kurz was futtern lassen. Kann sie sich hier ein paar Reste nehmen. Wie sieht es mit Steffen? Okay, Steffen braucht definitiv Soziales, aber er hat seine Level 3 schon abgeschlossen. Das heißt, wir werden ihn hier auch erstmal was essen lassen und dann kann er hier von mir aus online spielen mit seinem Papa zum Beispiel, wenn ich gar nicht so verkehrt und wie gesagt, Damon war krank, aber ihm wird auch noch etwas von der Fähigkeit und da hat er auch die Fitnessfähigkeit. Das heißt, ich denke, wir werden ihn dann nachher mal joggen gehen lassen und dann lassen wir ihn nachher auf jeden Fall, wenn er dann hier fertig ist, eine Runde joggen gehen, in der Hoffnung, dass das Ganze dann reicht für Fähigkeitslevel 3, damit sie dann morgen nach der Schule auch alle altern können. Das wäre schon sehr schön. So, Sarah macht die Wäsche, ganz toll. Wo ist Summer? April ist da. Dürfen wir ihr eigentlich einen Wohnungsschlüssel geben? Laden wir unsere Schwester doch einfach mal ein, reinzukommen. Ich würde ihr sehr gerne einen Wohnungsschlüssel geben. Ich glaube, einen Wohnungsschlüssel geben, das dürfen wir ja eigentlich, oder? Ich hoffe es. Bist du schon wieder schwanger? Oder sind das einfach nur die Überreste der letzten Schwangerschaft? Kann man kaum glauben, dass die beiden Geschwister sind, oder? So wie sie aussehen. Sehen sich kaum ähnlich. So, eine Insider-Story erzählen. Damon hat sein Schulprojekt abgeschlossen und die Zusatzarbeit wurde belohnt. Sag mal, du darfst deinem Bruder natürlich auch einen Schlüssel geben. Das ist natürlich gar kein Problem. Und du darfst ihm auch Zuspruch geben, beziehungsweise über Fitnesstechniken sprechen. So, Sarah geht jetzt erstmal etwas kochen. Habe ich das richtig gesehen? Und dann würde ich sagen, können wir einmal die Wäsche waschen. Die Wäsche dürfte noch nicht fertig sein. Das wäre super. Und dann darfst du hier Rührei mit Speck fortsetzen, meine Liebe. Wie sieht es mit den Hausaufgaben aus? Ich glaube, die Hausaufgaben müssten alle irgendwie einmal machen. Und ich packe mal kurz Amy weg. Ich bin auch gemein, ne? Ich sage, ich packe Amy weg. Das hört sich so gemein an. Wer von euch hat denn Lust, hier eventuell mal kurz ein bisschen aufzuräumen? So, du gehst gleich joggen. Das ist komplett richtig. Wir könnten ja mal gucken, wie dein Schulprojekt so verlaufen ist, was wir dafür bekommen. Wenn wir das jetzt einmal verkaufen. 80 Simoleons, das ist vollkommen okay, finde ich. Das kann man ruhig mal machen. Und wir könnten ihm hier auch einmal zum Joggen ein bisschen Musik auf die Ohren packen. Ein bisschen Hip-Hop und können dann mal das Radio hier einmal ausschalten. Steffen, wo bist du denn? Du kannst dann schon mal anfangen, deine Hausaufgaben zu machen, mein Freund. Mach deine Hausaufgaben. Und wieso laggt es jetzt gerade so? Ich habe das Gefühl, es laggt. Ich starte mal kurz einmal das Game nochmal neu. So, da sind wir wieder. Ich hatte mir überlegt, gerade eben während wir das Spiel gerade so neu gestartet haben, kam mir halt die Überlegung, ob wir nicht vielleicht mit Summer, wenn sie dann zur Jungen erwachsen wird, dass sie vielleicht gar nicht aussieht, sondern dass nur die Jungs ausziehen und dass sie vielleicht dann noch ein bisschen bei Sarah bleibt und ihr so ein bisschen, ja, unter die Arme greift. Vielleicht nicht allzu lang, aber so ein bisschen könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sie bekommt gerade einen Anruf. Sie werden bald kommen. Überlege dir gut, ob du die Tür aufmachst. Einfach auflegen, sowas brauchen wir nicht. Du darfst jetzt aber auf jeden Fall Energie geladen, einmal aufs Laufband stürmen. Du machst gerade deine Hausaufgaben, das ist perfekt. Du bist noch am... du bist gar nicht mehr am Joggen. Hast du denn jetzt schon Fitnessfähigkeit Level 3 erreicht? Nee, aber das Kochen, okay, du brauchtest dann dich gar nicht mehr um irgendwas kümmern. Summer muss auf jeden Fall noch die Fitnessfähigkeit Level 3 erreichen und Amy ist schon wieder hinter mir. Ich spüre das. Summer, ich fühle mich heute ein wenig steif. Möchtest du in etwa einer Stunde etwas mit mir unternehmen, um mich aufzulockern? Wir können auf jeden Fall ins Fitnessstudio gehen. Das ist auch nochmal ganz gut für die Fitnessfähigkeit für Summer. Damon muss noch einmal joggen gehen. Hey Damon, möchtest du heute etwas unternehmen? Ja, wie wär's, wenn wir dann uns einen Film ansehen? Solange kannst du nochmal joggen gehen. Wenn ich gar nicht so verkehrt und danach darfst du dann halt, wenn du dann wieder nach Hause kommst, deine Hausaufgaben machen. So, Sarah, dann darfst du hier einmal aufräumen, bitte. Einmal alles aufräumen, was aufzuräumen geht. Was sagt die Wäsche? Ist die Wäsche schon fertig? Sauber und feucht. Okay, perfekt. Hey, Schöne, ich trage dein Lieblingsoutfit. Willst du rüberkommen und es dir ansehen? Es ist Manuel Niesen. Das heißt, mit dem könnten wir eigentlich schon so ein bisschen anbindeln. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir das machen oder ob wir uns dann eher um die Drillinge kümmern. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir werden rübergehen, oder? Wir gehen mal rüber, gucken, was der nette Herr von uns möchte. Und so, da sind wir auch schon. Da ist der Gute. Mit Lover abhängen. Sehr schön. Eine große Neuigkeit erzählen, beziehungsweise beschwere dich über die letzte Mahlzeit. Wir könnten aber vielleicht mal so ein bisschen flirten und ihm ein Kompliment übers Aussehen machen und sowas. Beziehungsweise auch noch die Freundschaft ein bisschen hochbringen. Oh Gott, der hat aber Süße. Oh mein Gott, sind die knuffig. Neuerdings, ganz ehrlich, da können doch nur süße Babys rauskommen, wenn wir da mit ihm Babys machen, oder? Man guckt sie euch an. So, können wir ihm ein Kompliment übers Aussehen machen? Erstmal gucken, dass wir hier so die Freundschaft außen noch so ein bisschen aufbauen.
verbessern, würde ich sagen. Wir können ja mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn wir versuchen, die Nummern auszutauschen. Da hat er nämlich wieder gar nicht so wirklich die Lust drauf. Gespräch über Schwangerschaft, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Das können wir auf jeden Fall machen. Ja, nee, das findet er jetzt gerade gar nicht so toll. Wir schmeicheln ihm einfach mal und verschönern ihm ein bisschen den Tag. Bitten ihn darum, uns auf Simstagram zu folgen. Können ihm ein paar Erziehungstipps geben. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen lustig sind, weil dann geht die Freundschaft meist ein bisschen mehr nach oben. Okay, er hat gar keinen Bock mehr auf uns. Aber wenn er keinen Bock mehr hat auf uns, dann würde ich das Ganze tatsächlich irgendwie beenden. Oh, da ist seine Frau. Ist das süß. Wie sie sich um die Kinder kümmert. Bist du auch ein Sohn? Ja, ihr habt aber reichlich Kinder hier. Freunde dich doch mal an. Stell dich doch mal freundlich vor. Lustig vorstellen. Hier könnten wir uns eventuell fröhlich vorstellen. Wir müssen ja nicht gleich etwas erahnen, was wir hier vorhaben. Ne? Also hier würde ich dann tatsächlich, wenn die Frau so in der Nähe ist, ein paar Witze erzählen oder sowas. Halt etwas, was nicht ganz so auffällig ist, dass wir ihr eventuell den Mann ausspannen wollen, beziehungsweise dass wir einfach nur ein Baby von ihrem Mann haben wollen. Und Sarah muss ganz dringend auf die Toilette. Wo haben wir denn hier die Toilette, da haben wir sie. Na gut, dann probieren wir das mal so. Und dann gucken wir mal, ob wir hier eventuell einem Kleinkind etwas vorlesen können. Ich weiß nicht, ob Kleinkind genauso zählt wie Kind. Wäre aber schön. Klick auf ein Buch und wähle Kind vorlesen in der Gegenwart eines Kindes. Könnte sein, dass es gar nicht mal so hinhaut, wie ich mir das gerade vorstelle, leider. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht kriegen wir es hin. So, jetzt gehst du aber bitte erstmal auf die Toilette, Sarah. So, dann kannst du hier das danach in der Welt platzieren. Und dann können wir gucken, ob wir eventuell den Kindern was vorlesen können. So, und wenn wir jetzt gucken, dass wir uns hier lustig vorstellen. Jetzt hat sie das Buch wieder weggepackt. Also der Haushalt hier ist auf jeden Fall full. Geht sie schon wieder auf die Toilette? Was machst du jetzt? Ah, spülen. Okay. Spülen hattest du davor nicht gemacht. Und Hände waschen auch nicht. Aber ich würde sagen, ich glaube, wir könnten nochmal gucken, ob wir eventuell mit ihm hier nochmal so ein bisschen anbändeln können. Ansonsten würde ich, glaube ich, schon dezent langsam den Weg nach Hause anbahnen. Wir können ja nochmal gucken, dass wir hier eventuell nochmal einen Witz über den Professor reißen. Oh, er ist kindisch. Das ist schon mal gut. Einen Witz über Comics machen und den Tag verschönern. Können ihn dann nochmal nach dem Lieblingsautor fragen. Die Freundschaft steigt auf jeden Fall bei den beiden. Das ist schon mal sehr gut. Über Schwangerschaftsbeschwerden klagen, also ein bisschen auskotzen, können wir auch mal machen. Können ihm vielleicht ein paar Erziehungstipps geben und könnten dann gucken, dass wir eventuell Erinnerungen. Beschwere dich über Babytritte. Oh mein Gott, ist das genial. Er ist schon wieder abgehauen. Er mag uns scheinbar doch nicht so. Warum lädst du uns denn ein, wenn du nicht wirklich mit uns quatschen möchtest? Kannst du mir das mal bitte erzählen? Wir können ihn auch noch verrückt anfunkeln eventuell. Jetzt stellt er sein Essen da wieder hin. Er hätte doch sein Essen mitnehmen können, der Dödel. Geschickte Entschuldigung. Ja, das hört sich schon mal ganz gut an. Spitzbübisch bedrängen würde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich würde tatsächlich erstmal schauen, dass wir irgendwie die Freundschaft noch ein bisschen weiter hoch pushen. Wir können über Kochen reden und ich würde tatsächlich so ein bisschen bei den Erinnerungen noch ein bisschen rumwühlen und würde über das Ausgehen sprechen und würde Witze über dumme Babynamen machen, weil ehrlich gesagt, ich habe auch noch gar keine Ahnung, wie wir die zwei Buben nennen wollen, wenn es dann soweit ist. Ich meine, drittes Trimester ist erst in 16 Stunden, also wir haben noch Zeit. So ist es nicht. Ich bin froh, dass ich heute rauskommen konnte. Ich wollte heute wirklich nicht zu Hause bleiben. Sarah, manchmal ist das so, aber ich würde tatsächlich jetzt sagen, dass wir hier langsam nach Hause wandern. Machen wir es noch einmal wegen Veranstaltung. Sarah hatte wirklich Spaß. Das ist sehr schön. Wie sieht's aus? Ich glaube, sie sind nämlich alle sehr schön ausgeruht. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Du darfst auf jeden Fall einmal nach oben huschen und darfst duschen gehen. Du müffelst so ein bisschen. Darfst du dir eine dampfende Dusche gönnen. Danach darfst du dich hier an den Rechner setzen und ein bisschen zocken, Sims Forever spielen. Summer, wie sieht's bei dir aus? Du brauchst auch unbedingt Spaß. Ich würde tatsächlich sagen, könntest du runtergehen und dir einen schönen Film anschauen. Ich glaube, das wäre ganz in Ordnung. Deine Hausaufgaben musst du dann aber auch noch machen, ne? Genau. Damon muss, glaube ich, auch noch seine Hausaufgaben machen. Er hat seine Hausaufgaben schon fertig, das ist gut. Sarah, kannst du mal bitte eben schnell hier in der Zeit einmal bitte aufräumen? Das wäre sehr schön. Und wir können hier nochmal gucken, dass wir hier nochmal eben schnell einen Frosch züchten. Da können wir den für 30 Simoleons verkaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Aber wenn wir hier nochmal gucken, dass wir hier das alles noch einmal verkaufen. Das sind alle mal 144 Simoleons haben oder nicht haben. Ist ja auch immer nochmal so eine Sache. Wie sieht es mit Steffen aus? Steffen geht auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Das ist in Ordnung. Dann darf er danach
danach dann halt duschen gehen, hat er seine Hausaufgaben schon fertig. Seine Hausaufgaben liegen hier irgendwo rum. Okay, alles klar. Wo liegen deine Hausaufgaben, Kollege? Da sind sie. Das sind deine, ne? Genau, dann darfst du deine Hausaufgaben auch tatsächlich mal eben schnell machen gehen. Sarah kümmert sich hier wunderbar um den Haushalt. Ich weiß gar nicht, hatte sie die Wäsche? Die Wäsche hatte sie noch nicht aufgehangen, ne? Werden wir mal die Wäsche auf die Wäscheleine hängen. Auf jeden Fall. Das darf sie dann direkt einmal machen und danach sollte sie sich im besten Fall etwas zu essen nehmen. Erstmal das verdorbene Essen aussortieren und dann darf sie sich ein paar Reste nehmen. Nicht, dass wir hier dann wieder, ne, weil wir wissen, wenn sie zu sehr Hunger hat, dann kann da was passieren und das wollen wir ja nicht. Damon fühlt sich ganz okay. Ja, sein Spaß geht auch langsam wieder hoch. Das ist in Ordnung. Wir können ihm zusätzlich noch ein bisschen Musik auf die Ohren packen. So, Leo geht's auch soweit ganz gut. Hier, Ishe, du darfst auf jeden Fall gleich, wenn du mit deinen Hausaufgaben fertig bist, einmal ein, ja, Entspannungsbad, sage ich jetzt mal so, einmal baden gehen, das darfst du auf jeden Fall und danach nochmal auf die Toilette. Damon darf dann langsam aber sicher ins Bett gehen nochmal. Seine Hausaufgaben waren ja fertig, da können wir nicht meckern, das heißt, da sehe ich auf jeden Fall schon den ersten Einser-Oberschüler für morgen. Bei Summer ist das nochmal so eine Sache, sie müsste noch Level 3 erreichen. Ich weiß nicht, wie weit ist sie jetzt? Ja, okay, gut, es wird ein bisschen schwierig, aber es wäre auf jeden Fall machbar. Devin ist auf jeden Fall fertig mit seinen Hausaufgaben, das ist gut. Summer macht jetzt ihre Hausaufgaben. Wo ist Sarah? Sarah unterhält sich hier unten. Dann darfst du hier auch gleich einmal aufräumen, bitte. Und darfst dich dann hier noch einmal auf der Toilette entleeren, sozusagen. Das hatten wir immer noch nicht verkauft. Dann können wir das einmal verkaufen. Und dann haben wir es soweit. Dann darf Sarah, glaube ich, erstmal auch ins Bettchen wandern, damit sie morgen früh schön ausgeruht ist. Gucken wir uns mal das Sim-Profil an. Romantische Interesse. Es ist noch zu früh, um genaueres zu sagen. Aber es könnte daraus etwas werden. Das hört sich auf jeden Fall schon mal vielversprechender an, als ich eigentlich gedacht habe. Ich meine, wir haben ja noch so ein bisschen Zeit, bis die Zwillinge da auf die Welt kommen werden. Wie sieht es bei Summer aus? Summer fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht. Also sie ist eigentlich relativ ausgeschlafen. Was ich gerade eben nochmal unbedingt machen wollte, ist hier drüben nochmal eine Kaffeemaschine hinzustellen. Ich glaube, wir nehmen die hier. Das passt. So, super effiziente Babypflege und danach darfst du wieder ins Bettchen huschen. Leo und Sarah sind soeben gute Freunde geworden. Das ist sehr schön. Summer ist bald fertig mit ihren Hausaufgaben. Danach darf sie dann auf jeden Fall einmal duschen gehen und darf sich dann etwas zu essen nehmen. Dann darf der liebe Stefan einmal eben aufhören und darf sich tatsächlich eben eventuell mal an die Werkbank, die wir hier draußen stehen haben, zu schaffen machen. Und dann darf er mal anfangen, einen Messerblock herzustellen. Lassen sie dann direkt einmal trainieren. Hören wir auch eben auf zu duschen, weil ich glaube, das müssen wir danach eh nochmal machen. So, Sarah ist am Verhungern auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht ganz so schön. Lassen Sarah mal eben aufstehen und das verdorbene Essen aussortieren. Und dann darf sie uns auf jeden Fall was zum Frühstück servieren. Wie wäre es mit Omelette? Ich fände Omelette eigentlich ganz in Ordnung dafür. Leo schläft auch ganz brav. Er ist hier auf jeden Fall auch schon voll am Rumwerkeln. So, wie sieht's aus? Könnte Sarah hier irgendwie was verbessern? Nee, Geschicklichfähigkeit Level 3. Er ist ja gerade dabei, die Geschicklichkeitsfähigkeit aufzubauen. Das heißt, er könnte uns eventuell die Wäscheleine noch irgendwie demnächst mal upgraden. Ich glaube, er wird sich auch darüber freuen, wenn es dann gleich noch ein bisschen was zu essen gibt. Lebensziele können pro Tag nur begrenzt weiterentwickelt werden. Stefan hat die tägliche Obergrenze für sein Lebensstil erreicht. Summer ist auf jeden Fall schon wieder am Müffeln. Ich möchte, dass sie, bevor sie duschen geht und alles andere macht, soll sie auf jeden Fall Fähigkeitslevel 3 hier erhalten. Damit sie dann auch heute wirklich heute auch altern können, wenn sie dann aus der Schule kommen. Die Holzarbeit hat sich wirklich ausgezahlt. Sieh im Inventar deines Sims nach. Das machen wir doch mal glatt. Sogar 10. Er hat auf jeden Fall direkt Talent dafür. Dann können wir auch gleich mal eine Pferdeskulptur herstellen. Das machst du nämlich ganz toll und danach darfst du nämlich anfangen, was zu essen. Haben eigentlich auch alle ihre Hausaufgaben wieder im Inventar. Das wäre natürlich sehr blöd, wenn dem nicht so wäre, aber haben sie. Summer, wie weit bist du? Du bist fast bei Fähigkeitslevel 3. Du hast es fast geschafft. Damon, wie sieht es bei dir aus? Hast du Hunger? Du hast schon so ein bisschen Hunger, ne? Das heißt, wir lassen dich mal eben aufstehen und dann kannst du dir ein Gericht nehmen und dich dann hier hinsetzen und dich ein bisschen mit deiner Mama unterhalten. Summer hat Fitnessfähigkeit Level 3 erreicht. Perfekt, das ist genau das, was wir wollten. Dann darfst du jetzt schnell duschen gehen und danach auch nochmal schnell auf die Toilette wandern. Und danach darfst du dir dann hier unten auch noch was zu essen nehmen. Sarah müsste dann eventuell hier auch nochmal sauber machen. Das geht so ja gar nicht. Steffen ist bald fertig hier. Ich möchte, dass er das ganz gerne noch hier fertig macht. Dann könnten wir vom Prinzip her... Oh, hier muss das auch sauber gemacht werden? Muss auch sauber gemacht werden.
Sarah, du hast heute ein bisschen Haushalt zu tun. Die Wäsche hier scheint trocken zu sein. Das heißt, wir können die Wäsche auch direkt weglegen. Darfst du das auch gleich machen? So, er hat das auch soweit fertig. Das heißt, er kann sich hier jetzt erstmal was zu essen nehmen. Hat sie das jetzt ins Inventar gepackt? Dann nimm dir bitte ein paar Reste. Dann tut's mir leid. Nimm dir bitte ein paar Reste. So, damit du das wenigstens noch so halbwegs hinbekommst. Ich glaube, mit dem Essen wird bei Summer jetzt auch nicht wirklich was. Ich würde tatsächlich sagen, geh direkt runter und nimm dir noch mal was zu futtern. Damit das überhaupt irgendwie heute noch was wird hier. Aber soweit sieht es eigentlich so aus, als würden sie heute alle Einser-Oberschüler werden. Also sollte das im besten Fall auch funktionieren. Überleg's einfach nur. Du hast eigentlich gar nichts mehr wirklich zu tun, ne? Kannst du hier ein bisschen mit zuschauen? Aktuellen Kanal schauen, das kannst du gern machen. Beziehungsweise tu mal deiner Mama den Gefallen und räum mal bitte mit auf. Das können wir hier auf jeden Fall in den Kühlschrank packen. Sarah, was machst du? Sehr schön, du gehst raus, du nimmst die Wäsche ab. Das ist perfekt. Ihre Energie ist halt gerade ein bisschen, ziemlich weit unten, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier können wir einmal alles verkaufen, was zu verkaufen geht. Und dann eventuell auch nochmal hier drüben schnell abernten gehen für das kleine bisschen extra Geld. Einmal alles ernten hier drüben. Auch nochmal Pilze ernten. Hier war dann nochmal der Frosch irgendwo hier drüben. Nehme ich nicht irre, aber hier können wir jetzt graben. Das ist gut. Dann sind die Frösche da jetzt weg, aber wir können graben. So, sie sind auf jeden Fall schon halbwegs bis auf Summer alle in der Schule. Summer, du darfst jetzt auch zur Schule gehen. So, du darfst fleißig lernen. Du darfst fleißig lernen. Und Summer dann auf jeden Fall auch gleich, wenn sie dann in der Schule ist. Dann gucken wir mal hier drüben nochmal. Hier hatten wir ja beim letzten Mal gesehen, dass hier auch noch so ein bisschen was zum Ernten ist und zum Graben. Würde ich natürlich auch gern ausnutzen. Hier sind nur irgendwie keine Frösche mehr. Hier waren eigentlich mal Frösche gewesen. Ursprünglicherweise. So, Summer ist zur Schule. Summer darf auch fleißig lernen heute. Und dann hat sich das, glaube ich, wirklich nachher erledigt, wenn sie von der Schule kommen. Wenn wir hier jetzt fertig sind gleich mit dem ganzen Abernten und sowas, dann werde ich Sarah wahrscheinlich nochmal einen Kaffee machen lassen. Ich möchte nicht, dass sie schlafen geht, aber ihre Energie geht halt ziemlich schnell runter. Okay, selten müde hat sie auf jeden Fall schon. Wir müssten eigentlich auch mal wieder die Launen anstellen, oder? Gameplay, herkömmliches Sozialmenü und Launen anzeigen. So, damit wir dann hier eventuell nochmal so ein bisschen mehr Lebenspunkte sammeln können. Vergesst jetzt jedes Mal nach Updates wieder anzuschalten. Das ist schlimm, ist das. Verfolgen wir sie mal ganz kurz. Wir können ja schon mal so nebenbei verkaufen. 133 Simoleons haben wir bis jetzt. Das hier können wir auch verkaufen. Das sind nur ein Simoleon, aber das passt. Die 6 Chrysanthemen hier können wir auch nochmal verkaufen. Die Pilze können wir auch nochmal verkaufen. Ganz viel zum Verkaufen hier. So, mach mal bitte ein kleines Schrittchen schneller, Madame. Das ist jetzt das Letzte, was du hier hast zum Graben. Geh dann schon mal nach Hause. Dann darfst du dir hier auf jeden Fall gleich einen Kaffee machen, beziehungsweise darfst du dann hier das Omelette essen. Was hast du denn da jetzt ausgegraben? Eine Schatzkiste. Verkaufen wir die direkt für 70 Simoleons oder wir machen sie auf? Oder ich würde sagen, wir machen sie auf. So, wie sieht's aus? Ich bin neugierig. Testtag. Steffen muss heute 2 verschiedene Tests schreiben. Natürlich für den schwierigeren Test lernen. Bekommt eine 1- und eine 2+. Okay, das passt. Also, Damon wird heute auf jeden Fall 1er-Oberschüler. Summer auch. Steffen auch. Das ist so genial. Das ist einfach perfekt. Ist das hier was zum Graben? So komisch aus. Wir könnten das dann noch studieren. Das sieht ziemlich komisch aus. Aber wir können es nicht bei uns ins Inventar packen. Oh, wir haben das Erntefest. Das heißt, es wird hier auch nochmal ordentlich Geld fließen. Beziehungsweise morgen ist das Erntefest. Das wäre natürlich perfekt. Geht dann auch nochmal ganz schnell auf die Toilette, bevor das hier nochmal versagt. Oh Gott, hier drüben ist auch noch so viel. Und Leo ist auch gerade am Quengeln. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es langsam schwierig. Hey Steffen, ich habe Lust, etwas Neues zu lernen. Wollen wir uns zusammen in etwa einer Stunde einen Kurs besuchen? Es ist Schule. Es ist Schule. Warum fällt euch das immer ein, wenn Schule ist? Super effiziente Babypflege. Sarah muss sich jetzt erstmal irgendwie so halbwegs den Kaffee reinschütten. Anders funktioniert das erstmal nicht. Und ich würde sagen, bevor wir uns um Leo kümmern, werden wir trotzdem nochmal auf die Toilette gehen. Ganz, ganz schnell. Und dann werden wir uns hier um den kleinen, süßen Fratz kümmern. Dann gucken wir weiter, was wir hier machen. Wäschutz machen haben wir auch schon wieder. Hey Sarah, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Avantgardisten beitreten würdest. Nee, danke, kein Interesse. So, hier, das können wir erstmal ausschalten und Sarah, geh bitte auf die Toilette. Gehe bitte. Ich sehe schon, dass du dir wirklich gleich in die Hosen machst, ne? Oh, April ist da! Wir hatten ihr ja einen Wohnungsschlüssel gegeben. Sarah ist so mies gelaunt, um dies zu tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Beschwere dich über die Reinigung. Sarah, ich finde es ja wirklich sehr schön, dass du so ein ordentlicher Sim bist mittlerweile. Damon hat einen Schulpreis gewonnen. Sollen wir ihn ihm vor der Klasse oder lieber still und diskret überreichen? Öffentlich bekannt geben, aber privat überreichen. Nee, Schwester kümmern sich echt gar nicht gut um dich. Damon hat die Belohnung Hochleistungskanickel in seinem Inventar erhalten. Okay, das ist cool. So, Sarah, was hast du jetzt für ein Problem? Schmutzige Zeit. Dann tu uns doch allen mal bitte den Gefallen und räum doch mal ein bisschen auf hier.
Dann ist es nicht mehr ganz so schmutzig. Ich glaube, das ist auch nur das, was hier so rumfliegt. Ansonsten dürfte hier nirgendwo mehr was Schmutziges sein. Und dann darfst du gern nochmal ein Nickerchen machen. Solange, bis die Kiddies nach Hause kommen. Damon bekommt einen Anruf. Hey, Sohn, kommst du heute vorbei? Du fehlst mir. Wir werden aber das, was ich vorhabe, da werden wir den Papa mit einbeziehen. Hey, schön, ich bin in Stimmung. Wollen wir etwas Zeit miteinander verbringen? Nein, jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Oh Gott, und sie fühlen sich alle so unwohl. Das tut mir so leid. Oh nein, Summer hat eine Magenverstimmung. Nicht, dass ich das nicht machen kann, was ich machen wollte. Ich vermisse dich sehr, Bruder. Magst du für eine Weile rüberkommen? Also da sieht man definitiv, dass das Geschwister sind. Auch wenn es nur Halbgeschwister sind, aber man sieht es. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Was möchtest du denn jetzt schon wieder mit dem Pokéball machen? Gucken wir mal, dass wir hier so ganz schnell die Zeit noch überbrückt bekommen. Jetzt beginnt meine Geburtstagsfeier. Du kannst deine Freunde und Familie mitbringen, wenn du willst. Kommst du noch? Nein, ich denke mal, das werden wir hier jetzt überall gerade haben. Ah nee, das Café hat heute ein Katzencafé-Thema. Hast du Lust, einen Kaffee zu trinken und ein paar Katzen zu streicheln? Nein, du bist in der Schule. Die Grillparty beginnt jetzt. Wir machen extra Essen, also bring zusätzliche Freunde mit. Du kommst doch immer noch, oder Summer? Ich frage mich, was er da gerade so alles für Aktivitäten auf einmal macht. Der liebe Silas, er ist echt Multitasking. So, nee. Nee. Oh Gott, das tut mir so leid, dass es den beiden so schrecklich geht, ne? Sarah hat auf jeden Fall jetzt ein kleines Nickerchen gemacht. Du musst jetzt nicht mit den Puppen spielen gehen. Du kannst dich... Okay, wir könnten gucken, dass wir das hier eventuell verkauft bekommen. Ein Sammler verkaufen. Und was hast du hier eventuell? Bei einem Freund einen Hüftstoß vollführen. Ich glaube, das können wir mit April ganz gut machen. So, haben wir hier irgendwo den Hüftstoß? Haben wir den Hüftstoß? Da haben wir den Hüftstoß. Sarah ist zumindest jetzt auch mal wieder so ein bisschen mehr ausgeschlafen. Und die Kiddies kommen gleich nach Hause. Sie kommen gleich nach Hause. Das ist so schön. Das ist so, so schön. Und dann könnten wir im nächsten Part endlich das machen, was ich vorhatte. So, ein Trainingsgerät kaufen. Das machen wir auf jeden Fall nicht, weil das haben wir. Ansonsten Pflanzen gießen. Brauchen hier irgendwelche Pflanzen noch irgendwie ein bisschen Liebe? Hier könnten wir gießen. Das ist sehr schön. Ist gleich soweit. Das ist so schön. Das ist so schön. Ah, die Verantwortung für Steffen reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Und da ist es. Damon hat hart gearbeitet und ist jetzt 1er Oberschüler. Summer hat hart gearbeitet und ist jetzt 1er Oberschülerin. Und Steffen hat hart gearbeitet und ist jetzt 1er Oberschüler. Sehr, sehr nice. Sie sehen zwar zumindest Summer und Steffen sehen verdammt schlimm aus. Bei Damon geht es noch einigermaßen. Sie haben es endlich geschafft. Ich freue mich da so mega drüber. Und ich würde sagen, dann beenden wir an dieser Stelle auch einmal den Part und werden dann im nächsten Part Geburtstag feiern können und ja, vielleicht noch so eine kleine Überraschung erleben, beziehungsweise Sarah etwas für die Drillinge geplant, wenn sie dann altern können und so gut in der Schule sind. Und ich glaube, das werden wir dann umsetzen. Da werden wir dann auch den Papa mit einbeziehen. Weil irgendwie tat er mir in diesem Part so leid. Er klingt so einsam und wir haben ihn dann die ganze Zeit gekorbt und ihn zurückgestoßen. Und deswegen finde ich, oder denke ich, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir das dann mit ihm zusammen machen, was ich da so vorhabe. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Part wieder. Das wäre dann am Dienstag. Und dann, wie gesagt, werden wir ein bisschen Geburtstag feiern und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass eventuell auch nächste Woche dann entweder am Dienstag oder am Donnerstag ja, die Zwillinge auf die Welt kommen. Ich freue mich da schon richtig drauf. Wenn dir der Part gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, falls du das Ganze noch nicht gemacht hast. Schau auch sehr gerne hier drüben bei den anderen Social Media Kanälen vorbei. Wenn du Bock hast, auf Twitch bin ich jetzt auch relativ aktiv. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin sage ich es mal. Ciao!